Ich kann nicht ganz, ganz, very good tanzen. Also tanzen, oder? Hm? Ich werde mal mit dem Melodie, ich kann nicht tanzen. Ja, ja, ja. Muss ich mir gerne mal bitte machen, dann muss ich jetzt bitte doch. Nein, mach keine Tonübungen, nein. Nein, ich mache auch keine Verrenkungen, nein. Das ist mein Rückenschwung pinguinischer Kenntnis. Ja, das habe ich an einem Abendkurs bei der Migros-Club-Schule gelernt. Und mit dem pinguinischen Rückenschwung-Kenntnis habe ich letzte Sommerferien fast das Leben gerettet. Und somit möchte ich euch dann den nächsten Superheld vorstellen. Aber bevor ich ihn auf die Bühne hole, möchte ich euch schnell zeigen, erklären, wie wir uns getroffen haben. Es war so gewesen. Letztes Jahr in der Ferien ging ich immer am Morgen vor dem Morgenessen mit meinem Hund, den Hugo, joggen. Also, wenn ihr euch vorstellt, ich habe einen Stecker, der Hund ist da. Ich wirf den Stecker ins Wasser, der Hugo rennt ins Wasser, holt den Stecker 3 Meter aus dem Wasser raus, kommt wieder zurück zu uns, wirft mir den Stecker von den Füßen und von lauter Freude, dass er den Stecker retour gebracht hat, ist zwar nicht der gleiche, so spielt keine Rolle. Schwedet mit dem Schwanz, er schüttelt sich das Wasser vom Fell und es hündet 3 Kilometer nach Nordwesten. Und ich kann nämlich, es kommt dann ruhiger, weißt du, muss man nämlich immer sagen, ja, super gemacht, Hugo, ja, bravo, Hugo, ja, feiner, Hugo, ja, super, ja. Entschuldigung, und da ich gesagt, ja, Hugo, super, ja, gut, gut. Doch plötzlich höre ich im offenen Meer eine Frau um Hilfe rufen. Ich bin natürlich sofort in den Säckel stehen geblieben. Und dann sind mir 1332 Sachen durch den Kopf geschossen. Was soll ich machen? Ich habe mich dann für 2 entschieden. 17 und 28. Ich tue zuerst den Hund zurück ins Hotel und dann rette ich die Frau. Zur Beruhigung habe ich natürlich der Frau gesagt, gehen Sie nicht unter! Ich bin so von der Rettour. Als ich in den Rettour gekommen bin, habe ich nur noch die Hand auf der Wasseroberfläche gesehen. Instinktiv habe ich sofort gehandelt und lang überlegt. Aber mir ist nicht in den Sinn gekommen. Außer mein pinguinischer Rückenschwungkenntnis. Hat sie mich dann so reingesäckelt ins Wasser? Und dann zu ihr geschwommen? Gut, okay, auf der Bühne sieht scheiße aus, im Wasser bin ich nur schnell gewesen. Bevor die Frau ganz untergegangen ist, habe ich sie in den Spitzkasten genommen und wieder mit meinem pinguinischen Rückenschwungkenntnis wieder ans Land gezogen. Nein, eigentlich war es so, Entschuldigung. Gut, wo sie dann entlang war, liegt sie da reglos und macht und Bank. Hey, hey! Ich bücke mich zu ihrer Herren. Unsere Lippen kommen sich immer näher. Ja, und dann sind wir schon wieder 1332 Sachen durch den Kopf geschossen. Meine Frau hat immer gesehen, wehe, ich sehe die mal miteinander küssen. Somit war das Mund-zu-Mund-Beatmen ausgeschlossen. Doch plötzlich sehe ich einen gut aussehenden Mann hierher zu kommen. Hey, auf diesem Body hättest du im Fall Wäsche waschen können. Noch eine Kasten von einem Waschbrettbuch. Ja, der ist mir dann zu Hilfe gekommen. Der ist sofort zu dieser Frau her. Der hat den Kopf genommen, zuerst mal auf 90 Grad Winkel gegen die Sonne gedreht, damit sie zuerst mal nicht müssen nüssen. Dann hat er mit 2 Fingern die Nase zugegeben. Dann ist er Lippen auf Lippen ab. Ja, den Rest kennen wir ja dann, oder? Und dann nachher hat er eine Whiskyflasche vorgenommen. Und die Frau, da trink. Hey, das hat mich so beeindruckt im Fall, dass ich diesen Typ heute hier eingeladen habe. Die Frau ist wieder zur Besinnung gekommen, ist aufgestanden und ich habe den Mann heute hierher eingeladen, damit er euch das auch lernen kann, was ich gelernt habe, falls bei euch auch mal der Notfall eintritt. Dann grüßt sie mit mir.
David, super. Schön, dass du da bist. Ja, Hawaii, Hawaii. Danke, es geht mir gut. David, du bist heute da, damit du uns zeigen tust, wie mehr Erfahrungen gezeigt hast, also zum Beispiel schon in der Ferie, wie man eine Frau oder einen Mensch allgemein retten tut. Yes, 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 that's right, that's right, that's right. Okay, first up, it's very, very easy, okay? Oh, sorry, I translate in German, okay? Ja, okay. The first step, what's in German, I don't know, okay. It's just very, very einfach. Wenn du bist on the strand, okay? On the beach, yeah? And you see in the water, first step is immer, I've been looking for freedom. Yeah, sing it, then push her down. Yeah. Okay. And then you see the girl in the water, help, help, help. You go into the water swimming very, very fast. You drink whiskey bottle, and you go, and you go, and you go. Take the right arm out of the water, bring it out, leg off the bottom, and then it's fine, okay? You understand it? Okay, yeah. Okay. So we can make a demonstration for the people here when it's okay. Go ahead. Bad okay. Bitch. Yo. I don't know, girl, it's okay. Oh, you can go. Was, ich? Yeah, that's very fine. Okay. Okay, ist da gut so? Yeah, that's very, very good. I've been looking for freedom. Okay. The first is very easy. You go with your knees on the boulder, okay? You go with the arm. Okay. Oh, sorry, this is not good. Was ist nicht gut? No. Du willst... I need a girl. Du willst über eine Frau? Yes, I need a girl. Warum muss ich denn runterliegen? Du willst über eine Frau? Yeah. Okay, ich gebe dir die Frau. Okay. I've been looking for freedom. Woo! Okay. Ist das ein Ruhe? Oh, very, very okay. Hello, my name is Tesla. Tesla, what's your name? Pamela. What? Kuster. Okay, Kuster, leg dich auf den Boden. Okay. Okay, it's very easy. You go, I have said, with the knees on the bottom, yeah, okay. And then you go with the oar, yeah, to the bow, and you look, oh, it's some mouthing, okay, then it's okay, very fine. You go to the hand, feel the pulse, is it okay or is it not? It's okay. And then, very, very, very important, sing, I've been looking for freedom. Woo! Okay, and then, the next step is very important, yeah, for the person. Okay, you go with the two fingers on the nose, yeah, from the girl, yeah, put it fast, too, yeah. And then you put out that song, and strike in the moon. So, yeah! What is wrong with you, man? Come on. Hey, David. Take out the hands. Take out the hands. Why? Come on. Hey! What is wrong with the Swiss Beatles, man? Okay, Swiss Beatles are not so good. We make a little party tonight, okay? We sing a song together. I thank you, Ken, all of the song. And I say, raise your hands up in the air. Move for freedom. Come on. Yeah, I've been looking so long. Woo! Yeah. I've been looking for freedom. Woo! Drink whiskey. Thank you very much. Have a nice evening. Bye. So, liebes Publikum, bis zur nächsten Nummer handelt es sich um ein Interview. Ich und wie heisst er schon wieder? Der, wo immer neben mir schaut. Ah, ja klar, der Müll. Ich und der Müll, wir kennen auch so Interviewgeschichten auch sehr gut. Und nach jeder Show dürfen wir immer der Presse reden und Antwort stoppen. Ich tue mich natürlich immer bestens vorbereiten. Das heisst, ich schreibe mir immer die häufigsten gestellten Fragen auf und mit dem vorbereiten. Und ich hätte nämlich gerne ein bisschen Zeit, um mich vorbereiten für später. Und ich habe gedacht, ich könnte doch jemand da mit euch das machen. Jemand von euch kann mich doch da abfragen, oder? Zum Beispiel, ja, ist gut, wenn ich mal über die andere streife, kein Problem. Ich habe dort innenheim gesehen, was? Nein, ich habe nichts gegen dich, kein Problem. Ich habe dort innenheim, was?
Nein, du hast es gut gemacht. Kein Problem. Nein, ruhig bleiben. Ich habe in deinem Fall einmal gesehen, was? Ja, dann halt, ja, dann komm rauf. Also, komm. Komm. Ja, jetzt musst du aber schon kommen. Ich bin schon. Du musst keine Angst haben. Der Stevie tut er nicht. Du kannst mir danken. Applaus! Wie heisst du? Angelika. Gut. Also, Angelika, es funktioniert so. Was sind Fragen? Du tust die Frage mir stellen, oder? Und ich kann mich dann vorbereiten. Ist gut? Gut. So, Entschuldigung. Also, Frage. Okay, gut. Wie findest du deinen Partner Müll? Schaut da. Willst du es selber lesen? Nein, ich schaue dir das schon. Das hat sicher eher nicht tun. Das ist okay. Ich muss noch schnell erinnern. So, jetzt. Wie alt schätzt du mich? Das hat im Fall auch der Müll geschrieben. So. Findest du mich attraktiv? Nein! Ah, ja! Nein! Entschuldigung, das sind die falschen Fragen. Zum Säckchen. So, sorry. Ja, Lana, bitte. Spielt Müll auch ein Instrument? Ja, indirekt. Wenn er nüsst, tönt es immer wie eine Trompete. Welche Instrumente kannst du alle spielen? Alle? Okay, dann nicht über mich gehen. Aber ich spiele wirklich alle, ja. Drin. Moment schnell. Ja, weisst du? Ach, ich hab das kurz gekriegt. Ja, nein, weisst du los? Ja, mit dem Schiss 40, dann stopf ich das nicht. Was ist verstopft? Mit dem Schiss 40, dann stopf ich das nicht. Nein, ich kann jetzt nicht schauen. Ich bin aber ein wichtiger Interview. Kannst du nicht den Müll schicken? Ja, weisst du, das Problem ist, wenn der Müll hat selber drauf. Angelika, danke vielmals, dass du mir geholfen hast. Du hast bitte einen Applaus für Angelika. Gut, ich komme gerade wieder. Du musst schnell noch schauen, was der andere gemacht hat. So. Hey, was machst du denn da hinten? Ich meine, du bist auf der Scheisse. Das ist klar, das ist nicht so ein Vorhang, sind sie da hinten machen. Jetzt hast du wieder ein bisschen getan, wenn du mit so einer Frau machst, die Pizza-Wahl. Wie schlimm das ist, ich denke, keine Rinder für uns am Weinsieren. Du bist ja alles hier. Ha, da wird ich sehen. Komm, was? Ja, was jetzt? Ja, mach. Ach, nur ganz kurz. Komm schon da hin. Er denkt, dass er ein geiles Jürg ist. Eine Frage an euch, wer denkt das alles? In Wittnau war es noch Leute da, ich bin zu gross. Wer denkt, dass ich ein geiles Jahr bin? So. Gut, höre ich nicht so gut. 3-1 für mich. Also, jetzt machen wir es so. Jetzt stellst du dir mal vor, ich bin eine junge, wunderhübsche Frau und du musst mich mal anmachen. Ist gut? Was bist du? Mach mir Zeit. Und ich muss dich ja warm machen, ansprechen. Oder? Ja, mach mir leid. Hey, ich habe meine Nettelnummer verloren. Hast du mir deine? Das sagt doch niemand. Aber es nützt einfach wirklich.
Und sowieso, du musst dir zuerst mal noch vorstellen. Und ja, die Sprache ist noch wichtig. Ich meine, du weißt ja nicht, von wo das die Frau kommt. Es könnte zum Beispiel eine Mitbürgerin der Balkanesin sein, oder eine Italo-Schweizerin, oder eine von den 150'000 deutschen Ärztinnen, die vom unterbezahlten Schwabenland zu uns in die Schweiz gekommen sind, oder? Darum, Hochdeutsch ist immer am besten. Aber Hochdeutsch. Hey, ich habe meine Nattelnummern verloren. Deine haben? Und stell dir vor, wie du da gehst. Zum Beispiel, du kannst ja auch den Uhrtrick nehmen. Dann gehst du hin und sagst, hallo, ich bin der Franco. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Also, komm.